als ob die genau hier lang sind und die ganze Zeit schön geballert. Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, bin wieder im Wald unterwegs. Ich hatte hier gelesen, dass es im April 45 hier die letzten Reste unter anderem der Division Hutten gegen die Amis gekämpft hatten, beziehungsweise hier eine Verteidigungsstellung, wo sie über die Mulde ja, die Amis beschossen hatten, um einen Bau eines Brückenkorbs zu verhindern, und hoffe mir natürlich jetzt hier Funde aus der Zeit. Ich bin ziemlich gespannt, ob hier was geht, und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was präsentieren. Also bleibt dran und wir sehen uns dann beim ersten Fund. Eine hohe 80. Ihr müsst mich ein bisschen entschuldigen, bin ein bisschen erkältet, aber ich glaube, ich sehe es schon, ja. Okay. Habe ich die jetzt getroffen? Nein. Von 1943. Ja, der Aufdruck sieht mir ein bisschen komisch aus. Sieht irgendwie wie so reingeritzt, ganz komisch. Naja, gut, ist jetzt 2, 3, die vierte, oder waren es 5? Ich weiß es jetzt gar nicht auf Anhieb. 5 Stück und ziemlich viel Schrott. Ja, jetzt haben wir hier eine 77, so in dem Bereich dürfte es liegen. Oh, Stein. Machen wir ein bisschen großflächiger. So, schauen wir noch mal. Jetzt ist so 83 geworden. Ja, doch. Doch getroffen. Und wieder von der Amis. Lieber 50. Okay. Und weiter geht's. Ja, ziemlich schwierig. Es liegt auf jeden Fall ein bisschen tiefer. Bis in die 60 rein. Haben wir es jetzt? Wieder eine 69 geworden. Okay, doch weiter hier drüben. Oder? Machen wir nochmal Spatenstich. Okay. Ein schöner alter Knopf. Sehr cool. Ich kann jetzt nicht wirklich irgendwelche Verzierungen erkennen, aber der scheint schon ein bisschen älter zu sein. Seine, ja, ich würde jetzt mal 100 Jahre definitiv sagen. Okay, cool. Weiter geht's. Jetzt haben wir hier eine 75. Ja, bleibt dabei. Okay, sollte auf jeden Fall zu erreichen sein. Ja, okay, ich sehe es schon wieder. Und wieder getroffen. Meine Güte. Ja, wieder Kaliber 50. Aber hier kann ich ein C erkennen und hier leider nicht viel. Ja, scheint wieder von der Amis zu sein. Naja, gut. Machen wir weiter.
So, weiter am Text. Also hier hatte ich jetzt, glaube eine 73 in dem Bereich. Könnte sich jetzt wieder um eine Hülse handeln. So, schau. Ach, meine Güte. Blind ist auch noch. Als ob die genau hier lang sind. Und die ganze Zeit schön geballert. 43 dm. Ja. Und jetzt hat man hier eine 82, ziemlich weit oben. Schauen wir mal, ob wir sie mit einem Pointer erwischen. Okay, hier. Ja. Also ist jetzt 7. oder 8. Gut. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr immer mit den Hülsen macht. Ob ihr die einfach bloß im Müll haut oder sammelt und dann irgendwie mal im Schrott abgibt. Also würde mich auf jeden Fall mal interessieren und freuen, wenn ihr ja, dazu mal eure Meinung schreibt. Die nächste Hülse, wieder weit oben. Oder? Ja. Habe ich. Ja, krass, ja. Also teilweise sehen die noch echt gut aus. Und wie weit oben die aufliegen, ja. Cool. Sehr schön. Die sieht noch richtig gut aus. Die kann man auch richtig gut wieder sauber bekommen. So, jetzt haben wir hier eine 78. Müsste auch schon ziemlich weit oben aufliegen. Ja. Ach, die nächste. Die nächste. Okay, also das war jetzt auf jeden Fall die letzte, die ich euch zeige. Ich mache am Ende mal ein Foto, beziehungsweise vielleicht mache ich nochmal die Kamera an. Und dann zeige ich euch, was ich alles gefunden habe an Hülsen, aber ja, lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Nur noch, wenn wirklich was Interessantes kommt. So, ich glaube fast, es wird jetzt das letzte Signal werden. Weil es fängt jetzt nämlich an zu regnen und ich habe jetzt kein Regenschutz für die GoPro mit. Okay, ja, könnte das sein? Ich würde sagen, könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Gut, alles klar, dann heute eine kleine Runde, viel Munition oder viel Munitionsreste, ansonsten wenig Schrott. Was Schrott war, habe ich natürlich mitgenommen, werde ich zu Hause entsprechend entsorgen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst gerne ein Like und ein Abo und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Alles klar, bleibt sauber und gut Fund. Ja, Freunde. Ich habe jetzt die GoPro leider schon weggepackt und wie ihr sehen könnt, finde ich jetzt einfach oben auf den Deckel vom Kochgeschirr. Ich weiß jetzt bloß nicht ganz genau, ob das auch aus der Zeit ist. Ich werde mir das auf jeden Fall zu Hause mal ein bisschen anschauen, mal gucken. Ja, auf jeden Fall cooler Fund, nehme ich mit. Und sobald ich was erfahren habe, blende ich es euch ein. Okay.